Ihr habt euch über die Straßen und zusammen mit dem Pöbel bzw. den Soldaten, die ihr über die 5 Minuten zusammengetragen habt, auf den Weg in Richtung Nordwesten gemacht. Dort liegt der Effa-Tempel, den ihr ja vor ein paar Stunden schon besucht hattet und dort bei der Zeremonie zugehört hattet. In der Stadt ist natürlich immer noch Panik. Die südlichen Türme und auch gerade die östlichen Türme sind mittlerweile verlassen und es gibt keine Anzeichen von Leben mehr in diesen. Ihr seid euch nicht genau sicher, warum das so ist, aber alle Menschen, die ihr noch seht, strömen in die gleiche Richtung. Und zwar in Richtung Norden, viele über die Brücke, die dann geöffnet wurde von den Soldaten, damit dort die Flüchtlingsströme in Richtung nach Norden ja, laufen können. Ob das mitten in der Nacht, in tiefstem Winter so gesund ist, ist eine andere Sache, aber das kümmert euch an dieser Stelle erstmal nicht. Ihr wollt erstmal euch zurückziehen zum Effa-Tempel und die Stadt halten oder was auch immer ihr halten wollt, aber ihr seid jetzt dort angekommen. Ihr könnt auch erkennen, wie Myria bereits dort steht, sich gerade mit der Effa-Geweihten unterhält, die ihr ja auch schon gesehen hattet, Jella Gurjek, die Bewahrerin von Wind und Wogen. Und diese ist wohl gerade gar nicht so sehr mit Myria und diesem eingeschlagenen Schwert zugange, sondern reicht gerade ein großes Horn, das ist das, was ihr auch schon kennengelernt habt, an eine ziemlich große Kriegerin, die gerade mit voller Kraft das Horn hinein bläst. Ihr könnt sehen, wie sie ihre riesigen Lungenflügel ausdehnen. Aber sie pustet auch nur noch so, dass gar nichts passiert. Da ist. Ja, also sie versuchen, das Horn zum Blasen zu bringen, aber niemand hat das wohl bisher geschafft. Allerlei Was ist da Chaos, viele los? Leute haben sich nach oben auf die oberen Ränge verzogen. Einige Soldaten, die jetzt an der Tür stehen und besorgt nach draußen gucken. Der Effa-Tempel platzt aus allen Nähten. Evadarios, wollt ihr nicht mal nach diesem Horn sehen? Ja. Wenn er dahin geht, packe ich mir, wer auch immer gerade in Rufreichweite ist, und schnauze die an. Barrikaden! Komm herbei und hilf mir! Barrikaden! Vernagelt die Tür! Da draußen sind noch Menschen! Vernagelt die Tür, der Tempel ist voll. Sollen Sie sich anders entziehen? Sollen Nicht Sie in der den Rhein? Tempel, der Platz! Sollen Sie in den Rainer-Tempel? Sollen Sie in den Travier-Tempel? Den Platz? Den Platz! Es gibt nur drei Zugangswege. Bewahrerin, was ist hier los? Warum wurde das Horn noch nicht geblasen? Effa zum Gruß, ich weiß nicht wie. Wir haben es noch nie geblasen bisher. Sie reicht das Horn dann von der riesigen Kriegerin zu dir. Wir haben geblasen, so fest wir konnten. Dir wird ein. Ich versuche es mal. Ja, dir wird ein Horn entgegengehalten. Leg den Effa-Button, nimm das Horn entgegen. Schließ die Augen, konzentriere mich kurz. Hol tief Luft und. Ja, du verlierst 2 W6 Ausdauerpunkte. Kein Schaden, einfach nur Ausdauerpunkteverlust. Es passiert nichts. Du hast so tief versucht zu blasen, wie es dir möglich ist. Naja, ob es vielleicht nur von Ephedis geblasen werden kann, aber obwohl auch die Bewahrerin von Wind und Wogen vor, die hat genauso dann auch geblasen, was sie dir gerade eben erzählt. Du hast rote Wangen, rote Stirn. Keine Chance. Ich Gibt es irgendeinen? weiß nicht, es gibt keine Anleitung. Wir haben es von den Risso, von einem Meermenschen bekommen und wir wissen nicht, wie es uns hilft. Vielleicht. Die Risse leben doch unter Wasser. Vielleicht muss es unter Wasser geblasen werden. Ja, sie deutet auf so ein kleines Bassin, darüber die riesige Effat- und Delfinstatue. Ja, du kannst dann an dieses Becken herantreten, machst dir so ein bisschen Platz. Natürlich auch hier ganz, ganz viel los im Effat-Tempel. Hältst deinen Kopf unter Sinne. Wasser und versuchst zu blasen. Wie willst du es machen? Sowohl das Horn als auch meinen Kopf unter Wasser. Also bevor ich untertauche, viel Luft holen und dann reintun. So doll wie du kannst. Ja, 2 W6 Ausdauerpunkte. Aber kein Kommst Geräusch. wieder mit dem, nee, kein Geräusch, du kommst wieder mit dem Kopf nach oben. Schweiß steht dir auf der Stirn, einiges geweihtes Wasser, was an dir herunterperlt. Und du stehst mit schreckgeweiteten Augen da, guckst noch gerade nach Jalan, der dirigiert, wie die Leute versuchen, dann den Platz zu halten. Weitere Leute, die einfach in diesen überfüllten Effa-Tempel strömen. Wieso geht das nicht? Ah. Ich wende einmal dieses Horn, schaue es mir von oben von unten an. Ich schaue mal in diese Röhre rein. Vielleicht wohnt da ja ein Krebs drinne oder eine Schnecke oder so und verstopft das.
Ja, du schaust es dir an. Nein, überhaupt keine. Also da ist nichts drin. Normalerweise müsste der Ton ziemlich klar rauskommen, aber es sieht eigentlich aus wie jedes andere Muschelhorn. Du hattest sicherlich schon eine ganze Menge damals auf den Zyklopeninseln in der Hand, aber... Alle schauen jetzt auf dich. Wenn hier erst nichts mit Kraft zu verrichten ist, nun... Vielleicht ja, eines. Muss man mit Gefühl reinblasen, eine Melodie spielen. Was für Gefühl? Nun, Leute zu schützen, schätze ich doch. Ich weiß. Ja, dann ich versuche es einfach mal. Sie wedelt so ein bisschen mit den Händen, einfach nur. Ja, und Jalan kann jetzt gerade erkennen, wie ja, das klackende Geräusch der Scheren von 40 Humeriern auf den Tempel zueilen. Und zwar alle. Du kannst dahinter quakende Frösche sehen, krakonische Elitekämpfer, Piraten, die auf den Effa-Tempel zurasen. Und die, kommen alle, kommen alle durch dieselbe Straße. Ja. Als Posti, bin ich die Kriegerin bei Effa Dios eigentlich? Nee, du bist irgendeine Kriegerin. Also wenn du möchtest, okay, kannst du auch die sein. Ja, aber ich dachte jetzt, das wäre so ein Zeichen für mich, ich jetzt einfach nicht gecheckt. Also von meiner Seite aus kannst du auch gerne versuchen, selber nochmal reinzublasen, dann bist du die Kriegerin, die daneben steht. Ephadaios zumindest hat es gerade versucht, auch unter Wasser, hast du es gesehen, der Eferdi, der da den Dreizack gerade woanders hingelegt hat. Vielleicht müsst ihr beten und dann reinblasen. Und ich versuche einmal die Melodie von Sankt Kenderans Hingabe anzustimmen. Ephad, hoffentlich klappt es. Konzentriere mich auf den Text, der losgeht. Ich preise dich, o wellengleicher Schaumkröter König. Versuche die Melodie dazu auf dieses Horn zu tuten. Ja. Ja, Ben, ich lasse ihn da mal machen und gehe dann zu Jalan. Du bemerkst, wie etwas anklingt. Jetzt hast du nicht mit ganzer Kraft, sondern leise angefangen und auch versucht, eine Melodie nachzupusten. Du glaubst, dass es gar nicht so sehr viel mit der Melodie zu tun hat. Würfel mal eine Götter- und Kulteprobe. Ich erschwere sie dir um 7 Punkte. Mhm. Darf ich sie mir für meine Entrückung erleichtern? Ja, würde ich dir gestatten. Hast du denn noch Entrückung? Ja, aber nur eine. Ich habe gerade eben die Liturgie rausgehauen. Genau, durch die Liturgie. Weil der große Teil ist abgebaut von der Seereise. Hm. Du hast also eine 7 Erschwernis gesagt? Ja, genau. Okay. Keine nee. Chance. Es gibt einen leisen Ton. Ja, genau so. Was habt ihr gemacht? Ich habe mit Gefühl reingeblasen, aber vielleicht war es die falsche Melodie. Bei Effard, welche Melodie soll ich spielen? Gib mir eine Hingabe, gib mir... Haben die anderen eine Idee? Jalan ist gerade beim Organisieren des Widerstandes Predigia. Du stehst da auch noch irgendwo in der Nähe. Versuch's einfach mal, wenn es ganz stark nicht geschafft hat, so sacht wie möglich reinzublasen. Nur ein Luftzug, dass er durchgeht. Ich drehe mich nochmal in Richtung des aktuell vorherrschenden Windes und versuche es dann nochmal ganz vorsichtig. Ja, ganz vorsichtig. Das funktioniert auch. Ein ganz leiser Ton, der jetzt herauskommt. Aber der ist nicht in der Stadt zu hören und das reicht auf gar keinen Fall, um irgendetwas auszulösen. Du bist zu leise. Aber du kannst blasen. Und wenn du langsam stärker bläst, wenn erstmal ein Ton da ist und du dann weiter hineinbläst? Wie ein aufziehender Sturm. Das ist eine Idee. Gut. Also noch einmal langsam und... Dir läuft eine Gänsehaut über den Rücken. Ebenso wie ein Sturm langsam heraufziehen. Du beginnst langsam in den Windkanal hineinzublasen. Legst keine besondere Melodie hinein, aber... Ja, es hat sich beim... Wenn du direkt stark hineinbläst, hat es sich verschlossen, aber wenn du leicht anfängst und stärker wirst, wie ein Sturm, du kannst bemerken, wie sich, ja, das Muschelhorn in deiner Hand, es fängt an zu vibrieren. Der Ton schwillt an, er blüht in der Luft und erhebt sich zu einem gewaltigen, langgezogenen Ton, der in den Himmel schreit. Ein Klang wie traurige Wale, die singen, wie die Düne vor einem Gewitter. Das Tosen eines Wasserfalls.
schwillt der Ton an. Jalan gerade mit seinem Schild die letzten paar Stadtwachen vor sich hingezogen, kannst du sehen, wie die brandende Welle der Humeria auf dich zurast und dann brechen sie zusammen. Sie ringen nach Luft, japsen und sterben. Du siehst, wie einer nach dem anderen umknickt mit den riesigen Scherenhänden. Einer war vielleicht noch gerade neben dir, hatte sich nach der ersten Stadtwache versucht zu greifen und versuchen, die Rüstung zu knacken, und dann fallen sie alle nacheinander hin. Das Horn! Das Horn! Vorwärts zum Angriff! Gut gemacht, Ephadaios. Die da klopfen auf die Schulter. Jetzt zur Arche! Ja, ihr könnt sehen, wie die Piraten, 20 Stück an der Zahl, ziemlich entgeistert zusehen, wie ihre Leute zusammenknicken, zusammenbrechen. Auch die Froschwesen, die hin und her gehüpft sind, brechen zusammen, wälzen sich auf dem Boden. Sie ersticken nicht, aber es ist ein leichtes, sie niederzumachen. Und dann, mit neuem Mut, könnt ihr sehen, wie die Leute neben euch in Reihe Aufstellung nehmen. Zur Arche. Ein weiteres Mal bläst der Phadaios in den Windkanal. Und ihr rennt wieder in Richtung Süden. Ja, die Wache wird von hinten angetrieben. Es wird gebrüllt, es wird geschoben, wenn jemand zu langsam ist. Je schneller wir wieder an der Hafenmauer sind, desto besser. Denn wir vermissen immer noch Wascha. Von Wascha keine Spur. Aber bald schon hat sich ein Trupp von mindestens 100 Valdusianern unter den Waffen gebildet, angeführt von euch, die ihr jetzt in Richtung Süden lauft, die euch Vertrauen schenken, weil ihr mal wieder als lautestes gebrüllt habt. Einige Geweihte, die sich euch anschließen, ihr könnt einen Raya-Geweihten erkennen, auch ein Zauberkundiger, das muss doch diejenige sein, die ihr schon im Haus Drachenstein kennengelernt habt, die Erzpräzeptorin. Ihr könnt die riesige Arche erkennen, die dort vorbei an den Stadttoren, die aufgebrochen sind, im Wasser liegt. Sie steht nicht mehr auf ihren Spinnenbeinen und starkst vor sich hin, sondern ist zusammengebrochen. Ebenso wie die Humeria, wie die Piraten. Ja, die Piraten selber waren keine Paktierer, aber wie die Krakonier. Ihr lauft über das schwarze Eis, immer noch Schnee, das euch entgegenstöbert. Und dann hält der Pulk. Ungefähr 50 Schritt entfernt von dem Schiffswesen. Ihr könnt einige Leichen von Söldnern erkennen, die hier ausdampfen, die Wärme. Ihr könnt einige regungslose Hummermenschen erkennen, die hier wohl in den Wasserlöchern liegen, die die Beine der Arche in das Eis gerissen haben. Ein offener Einstieg. Das Maul. Ja, dann läuft einige Schritt vor dem Pulk her, bis er irgendwann merkt, dass der jetzt stehen geblieben ist, wendet sich erstmal rum, schaut fragend in die Masse. Na was denn? Jetzt wollt ihr stehen bleiben? Folgt dem Kapitän! Seht ihr das Vieh? Jetzt liegt es hier im Wasser, jetzt können wir ihm, weiß nicht, ins Herz stechen oder so. Mir nach! Dutzende von Schritt lang ist das Ungetüm aus krankhaftem Holz, das in keiner Erde gewachsen scheint. Längliche Extremitäten, die sich aus dem palastgroßen Leib der Arche hinausbohren. Auf den zweiten Blick könnt ihr die schiere Größe erkennen, sie erfassen. Ihr erkennt die vier dunklen, verdrehten Hörnern, die in den Nachthimmel stieben. Sie sich emporheben und die acht beinartigen Auswüchse, wie die Grane Luftwurzeln.
Für Zweibeiner wurde an Deck ein massiver Aufbauten erschaffen, einige Türme, Bastione, von denen man auch hinunterschießen kann. An der Vorderseite, wie gesagt, wenn dieses Monstrum eine Vorderseite hat, könnt ihr erkennen, wie sich die Borke geöffnet hat zu einem riesigen Maul, das euch einladend anstiert. Umgarnt von langen, dicken Wurzeln. Jedes könnte einen Menschen oder ein menscherbautes Schiff wohl zerquetschen. War das die Arche, die ihr vor einigen Tagen gesehen hattet, dieses Schiff, die Nersand, verschlungen? In der Mitte wurde Steuerbord eine Schrift angefertigt mit roter Scharlachwurzelbrühe, die Dämonenkrone, auf die Außenhaut gezeichnet. Zusammen mit dem bosbaranischen Spruch In hoc signo vinces. In diesem Zeichen sollst du siegen. Wo die Borke abgeschlagen ist, kommt glattes, gemasertes Rindenholz zum Vorschein, das von feinen Adern mit dunkelblauer Flüssigkeit durchzogen ist. Immer wieder ragen einzelne Planken, abgebrochene Masten und Schiffsbäume, Gerippe und Knochen von Fischen hervor. Jalan kann einen Ritterhelm erkennen, der dort unverdaut aus der Borke herausragt. Die Oberfläche der ganzen Arche ist bevölkert von Tang. Morphus? Seeigelkolonien könnt ihr erkennen, schwarze Miesmuscheln. Mancherorts, wie ein glänzender Schuppenpanzer, liegt es über dem Holz. Ihr könnt noch einige Morphos erkennen, die ebenso an der Unterseite hängen und nutzlos einige Stacheln verschießen. Gut. Kommt denn jemand mit oder rennen wir hier gerade alleine auf das riesige Ding zu? Also Pandijan ist direkt hinter dir. Ich meine halt wir vier. Ich weiß nicht, konnte Ephadaus das Horn mitnehmen? Das Horn hatte dir die Geweihte wieder abgenommen, nachdem du hineingeblasen hast und alle umgefallen sind. Hast du einen Dreizack wieder genommen und bist dann auch mit den anderen wahrscheinlich wohl hingelaufen, vermute ich jetzt. Ich habe ja erklärt, dass man wie bei einem aufziehenden Sturm reinblasen muss. Männer! Das Viech scheint gelähmt zu sein. Wir müssen diese Chance nutzen. Die Leute schauen dich immer noch ungläubig an. Sollen wir da so eine rein? Gelegenheit kriegen wir nicht wieder. Entweder wir gehen jetzt da rein und machen es ein für alle Mal, weiß nicht, kaputt. Oder es steht in ein paar Stunden wieder auf und rennt davon. Oder rennt euch die Stadt ein. Sucht es euch aus. Ich gehe jedenfalls. Und ich auch. Wollen wir die Schulter? Myria. Ja, ich schaue nochmal unsicher über die Schulter, schlucke nochmal kräftig und lasse mir nicht anmerken, dass ich eigentlich auch keinen Bock habe. Daraus schaut die große Barbaren an. Und ihr, Rothaarige, wollt ihr im Namen des Waffeniers kämpfen? Dann kommt mit! Jo, ich bleib dabei. Gut, also. Nebel des Krieges, ich habe ihn... Ihr könnt ihn individualisieren. Das heißt, ihr könnt entweder jetzt euren Token auf Snap to Grid setzen und dann sollte, wenn ihr euch bewegt, der Nebel automatisch verschwinden. Achtung, wenn ihr das macht und ihr bewegt euch zu viel, ich werde automatisch Dinge triggern. Also ich nehme da jetzt keine Rücksicht auf euch. Wenn ihr meint, ihr müsst jetzt 10 Meter nach vorne, um das zu testen, dann wie gesagt, ist mir egal. Ich will hier kurz was sagen. Ja. Ich habe mich jetzt einen Meter bewegt, also im Snap-to-Grid, und mein Sichtbereich ist weiter geworden. Ist das der Plan? Ja, soll doch, oder nicht? Okay, gut. Nein, ich meine, mein gesamter, so weit wie ich sehen kann, ist weiter geworden. Ich kann nicht mehr nur bis zu dem Rand sehen, der da ist, sondern messen irgendwie 20 Meter weit. Ja, genau. Bis, ich zeig mal drauf hier. Ja, genau, ich sehe das gerade bei dir. Also, wenn ihr Snap-to-Grid seid, dann bewegt ihr euch und ihr könnt dann automatisch den Kriegsnebel aufdecken. Wenn ihr euch nicht Snap-to-Grid bewegen wollt, dann könnt ihr mit Steuerung I den Kriegsnebel aufdecken. Das heißt, ihr müsst euch einmal ohne Snap-to-Grid bewegen und mit Steuerung I gebt ihr dann die aktuelle Sicht frei. Jeder hat einen individuellen Nebel des Krieges. Das heißt, nur weil ihr 5 Meter nach vorne gegangen seid, heißt das nicht, dass die anderen das gleiche sehen. Das, was an eurem Rücken passiert, wisst ihr nicht. Ich glaube, ich lasse einfach mal Snap-to-Grid aus, damit kein Blödsinn passiert. Wie stelle ich das zurück, wenn ich das mit Steuerung I gemacht habe, dass ich das nicht mehr sehe? Gar nicht. Oh! Gar nicht. Der Nebel ist dann aufgedeckt. Du kannst es nicht unsehen. Deswegen sagte ich gerade, also... Genau. Ich habe den Dämon gesehen. Ich mache die Augen wieder zu. Bleib da kein Schild, du damit.
Ich wollte es nur mal testen, weil du es gesagt hast, egal. Also ich glaube, nicht Snap-to-Grid anzuhaben ist hier besser, damit man im Notfall seinen Token wieder zurückbewegen kann. Okay. Wenn man sich versehentlich zu weit gezogen hat. Aber ansonsten, ich kenne euch. Einer von euch zieht sich irgendwie versehentlich quer über die halbe Karte und 10.000 Dämonen werden aufgedeckt und Frosty sagt, ja, ist euer Problem, habt ihr jetzt gemacht. Du lachst. Nein. Ja, das könnte ich sein. Ich hab nur eine begrenzte Anzahl an Schicksalspunkten zum Verbrennen. Ja. Ist okay. Aber du hast ja auch die Erfahrung damit, ne? Gut. Weiß jetzt jeder, wie er sich bewegen will und wie das mit Steuerung I funktioniert. Und dann haben wir die Technikseite geklärt. Jo. Das heißt, Daru, ja. Du dürftest nicht wissen, wo deine Leute aktuell sind, ne? Gerade sehe ich nur ein paar Wurzeln. Genau, okay, dann ist das alles richtig, weil ich kann auf die einzelnen Token auch draufklicken und sehe dann, was ihr seht, aber naja gut, ich weiß auch, dass ihr genauso im Dunkeln seid und dass ihr quasi gar nichts seht. Alles klar. Okay. Okay. Ich mache nehme mein Schwert in die Hand, heb das einmal hoch und marschiere dann. So mutig, wie ich kann, vorne lang. Ja, dann beweg dich doch mal. Wie gesagt, ihr folgen ein paar Leute. Ihr müsst nicht die Ersten sein, die sich bewegen. Das möchte ich an dieser Stelle einmal zu Protokoll geben. Wenn ihr andere Leute vorschicken wollt, dann werdet ihr andere Leute vorschicken können. Die folgen euch erst einmal. Also wenn ihr... das noch einmal so als... Oh, ja, Moment. Bei mir hat doch vorhin Rachsucht getriggert. Ist der Ritter dabei, der mich angekackt hat? Würfel mal ein Plus oder Minus. Was war ein Plus oder Minus? Das ist ein... Ja. Würfel einfach nochmal, ja? Plus. Ja, er ist dabei. Okay, dann zeige ich mal auf ihn. Du da, geh mal vor. Ja, der Ritter, beziehungsweise ich habe jetzt nicht einen eigentlichen Ritter-Token, sondern einfach nur einen Stadtwache-Token. Aber er wird dann dem Befehl quasi Folge leisten. Er schaut sich das Ganze nochmal an, wie du da dirigierst und... Was mit den anderen? Kommen die mit? Ich wollte sowieso zu Dalan. Bist du hier der Anführer? Ich schau mich mal kurz um. Scheint ganz so. Sonst traut sich aber keiner. Ja, ist er. Das ist Kapitän Dalan. Aha. Jo, dich halt einfach nur die Echsen bereit und symbolisiert dir, dass ich direkt an deiner Seite bin. Ich nicke ihr mal zu, sie sieht vermutlich, da sie Torwalderin ist, sehr kräftig aus. Ja. Ja, vielleicht kurze Beschreibung, große Frau, die 1,80 groß, rotbräunliche Haare wie auf dem Bild, eine Irian-Rüstung trägt sie, ansonsten ziemlich viel mit Leder, siehst du mal so kleine, ja, so kleine Flechtereien im Haar, ebenso, ja, wie die kleinen Silberstecker im Haar. Sie ist eine große Narbe auf ihrem Gesicht, die sich so quer übers Auge zieht. Ebenso eine auf der Wange, die allerdings ein bisschen kleiner ist. Die beiden Streitäxte, entschlossenes Gesicht. Sieht relativ kräftig aus, relativ athletische Figur. Ja, Kriegerin halt. Also wenn ihr mit den Äxten das Schiff einschlagen wollt, dann seid ihr hier willkommen und an der richtigen Stelle. Das werden wir noch sehen. Wer bist denn du, Bruderschwester? Du gehörst nicht zur Stadt gerade, oder? Zu denen, ne? So ein feiges Völkchen. Da hat sie immerhin recht. Ich bin Fiona. Und du? Brindijan. Ich reichte die Hand hin. Vorstellen könnt ihr euch auch noch nachher. Ich wink dir mit einer Axt zu, na Motto, gerade keine Hand frei. So. Ich winke ab, später. Und falls jeder, der genug Mut aufbringt, freiwillig hier reinzugehen, soll mir willkommen sein. Aber gehen wir erstmal, nicht wahr? Stupst den Ritter vor mir nochmal an. Na klar. Also ich bleib aber auch direkt hinter ihm, 2-3 Schritte. Nicht so, als würde ich ihn da alleine rauslaufen lassen. Aber der ist hier gerade nach Südosten weggelaufen, ne? Ich sehe ihn gerade nicht, doch da. Nee. Ich stell mich mal neben Evadarios. Ich hab noch nicht aufgedeckt. Wenn jemand aufdeckt, sagt Bescheid, dann decke ich auch auf.
Ja, Everdarius, du kannst erkennen, wie wohl Helmer Hakenhand sich zwei andere Stadtwachen gegriffen hat. Und die sind wohl mit sowas wie Kletterseilen bewaffnet. Die schauen sich gerade an, ob man an der Borkenhaut außen nach oben kommt. Und gehen wohl auf der Außenseite gerade entlang, wollen also nicht in die Maulgrotte hineintreten. Kümmern sich gerade nicht um irgendwelche Befehle, die wohl von euch kommen oder so, und gehen dann ja auf der Außenseite gucken am Eis. Ich stück's an Jordan an. Hakenhand scheint einen anderen Plan zu haben, aber wenn er für Ablenkung sorgt. Lass ihn klettern. Wenn sie ihn umbringt, ist es seine Schuld, und wenn er was findet, werden wir es schon erfahren. Ich deck jetzt einfach mal auf. Hier ist nichts. Ja, ihr geht auch so ein bisschen an der Maulgrotte, wenn man es so bezeichnen kann, geht hier entlang. Während die eine Stadtwache, der Jarlan jetzt der Befehl gegeben hat, nach dem rechten guckt, der guckt sich noch weiter um. Andere sind dann auch hinter euch zu diesem Eingang entlang marschiert. Und er ist wohl so der Einzige, der jetzt gerade versucht, ein Held zu werden. Er betritt die Maulgrotte und verschwindet im Inneren. Ich sehe hier gerade was. Ich sehe nicht viel. Ja, dann dort links. Und die Jan deutet so ein Stück nach Nordosten. Ich glaube, da bewegt sich was. Oh, da. Ich blicke mich mal um. Ja, Alan ist mir davon gelaufen. Wo ist er denn? Südöstlich. Aha. Genau, noch ein bisschen südwärts. Okay, ich deck nochmal auf. Ich sehe nichts, da keine Ahnung. Ach, da ist die Maulgrotte. Ich bin dran vorbeigelatscht. Ja, du kannst deinen Token nicht drehen, weil du kein Mausrad hast, ne? Nein. Schlecht. Oh. Ich sehe nichts, ist alles schwarz. Kannst du nicht ihr Token wenigstens ein bisschen drehen? Hat sie Steuerung I gedrückt? Also ich kann's drehen, ja. So, jetzt habe ich Steuerung I gedrückt. Ja, dann siehst du doch auch was. Ja, jetzt. Ja, dann, also ich habe dir das erklärt. Mit Steuerung I kannst du den Nebel des Krieges aufdecken und du siehst dann eben, nach jedem Schritt solltest du einmal Steuerung I decken, damit du deinen ganz individuellen, persönlichen Kriegsnebel aufdecken kannst. Ja, okay. Und wie gesagt, du müsstest dich dann auch drehen, das mache ich jetzt einmal für dich. Ja. Damit du da dann auch sehen kannst, was im Inneren ist. Die Stadtwache hat sich gerade abgebückt zu einer Wasserleiche, die hier wohl liegt. Ziemlich verrottet und die liegt wie tot am Boden. Höchstwahrscheinlich durch den Ton dieses Effort-Horns gestorben, wenn man das bei einer Leiche sagen kann, dass sie gestorben ist. Die Stadtwache dreht sich um, nickt, ist gerade wohl ziemlich mutig. Alles klar, die Gefahr ist vorüber. Sie sind wohl alle tot. Und dann könnt ihr sehen, wie er zurückgeworfen wird und aus der Maulgrotte zurücktaumelt. Ein Armbrustbolzen steckt in seinem Hinterkopf und er ist... fällt tot zu Boden neben die Wasserleiche. Flucht! Schilde!